Eilmeldung zum Ukraine-Krieg. Putin bietet einen Waffenstillstand für die Ukraine an. Er stellt auch Bedingungen und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ich hatte eigentlich ein anderes Video für euch vorbereitet, aber wir schieben jetzt diese Eilmeldung dazwischen. Es gibt hier nach einem Reuters-Bericht und nach bestätigten Quellen aus Moskau ein Angebot des russischen Präsidenten für einen Waffenstillstand. Manche nennen es ein Friedensangebot. Es ist allerdings ein kleiner Diktatfrieden, doch wir schauen mal rein, was hier die Quellen aus Moskau uns bestätigen wollen. Und ich muss hier leider etwas mehr ablesen heute, denn die Meldung ist ganz frisch. Gehen wir direkt rein. Der russische Staatschef habe gegenüber einer kleinen Gruppe von Beratern seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass aus seiner Sicht der Westen versuche, Friedensverhandlungen zu verhindern. Das, was wir alle schon lange denken, wird hier immer wieder offen ausgesprochen. Und im Krieg müsst ihr wissen, als erstes stirbt die Wahrheit. Beide Seiten leben nur von Propaganda. Es gibt ukrainische, pro-ukrainische Propaganda und russische, anti-ukrainische Propaganda. Und ob jetzt bei dem einen die Amerikaner hinten dran sind und die Deutschen und bei dem anderen die Chinesen, spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ist hier wieder die Forderung der Gegenseite nach Friedensverhandlungen oder nach Waffenstillstandsverhandlungen, wenn ihr so wollt. Auch die Entscheidung, heißt es hier weiter, des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Gespräche auszuschließen, stimme Putin unzufrieden. Zitat weiter: Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist, aber er ist auch zu einem Waffenstillstand bereit, um den Krieg einzufrieren. Für diesen Bericht hier hat die Nachrichtenagentur Reuters mit fünf Quellen, wie sie sagen, im direkten Apparat Putins sprechen können. Das Außen- und Verteidigungsministerium der Ukraine antwortete nicht auf eine Nachfrage Reuters zu eben diesen Angeboten. Es gibt hier weitere Zitate, es ist wirklich spannend. Und zwar wurde ja erst ein neuer Verteidigungsminister in Russland ernannt und die militärische Strategie wurde etwas umgestellt. Und es gab auch einige kleine Erfolge der Russen, aber eher kleine und wenige. Die Quellen sagen hier weiter, dass Putin jetzt nach seiner weiteren sechsjährigen Amtszeit, zu der er gewählt wurde, die derzeitige Dynamik Russlands lieber nutzen würde, um den Krieg hinter sich zu lassen. Zwei der Quellen von diesen fünf hier sagen auch weiter, Putin sei der Ansicht, dass die bisherigen Erfolge im Krieg ausreichten, um gegenüber der russischen Bevölkerung einen Sieg darzustellen. Und das ist das, was ich schon mehrfach gesagt habe. Man braucht jetzt die gesichtswahrende Lösung, dass alle aus diesem Konflikt auch wieder herauskommen. Ja? Putin kann sich nicht innenpolitisch seinem Volk zum Opfer werfen und sagen, er zieht sich komplett zurück. Das kann er wirklich nicht innenpolitisch, auch wenn der Westen das an ihn als Forderung stellt. Solange er nicht militärisch unterlegen ist, kann er das alleine innenpolitisch überhaupt nicht verantworten. Drei dieser Quellen sagen hier weiter, Putin sei sich darüber im Klaren, dass jeder dramatische neue Vorstoß eine weitere landesweite Mobilisierung erfordern würde, was er nicht wolle. Nicht nur er, sondern sein Volk will es nicht. Die landesweite Einberufung verschreckte einen Teil der russischen Bevölkerung und veranlasste Hunderttausende von Männern im Wehrpflichtalter Russland zu verlassen. Umfragen zeigten, dass Putins Beliebtheit um mehrere Punkte gesunken war. Reuters schreibt hier weiter, die Aussichten auf einen Waffenstillstand oder gar Friedensgespräche scheinen derzeit gering, obwohl es Russland ist, die es hier quasi anbieten. Einer der Quellen hier prophezeite, es kann zu keiner Einigung kommen, solange Selenskyj an der Macht sei. Es sei denn, Russland würde ihn umgehen und eine Einigung mit Washington erzielen. Ah, ja, ich weiß, Verschwörungstheorie rufen die einen, Kreml-Propaganda rufen die anderen und ich sage nur, nein, das ist Fakt, Leute. Die ganzen CIA-Bunker, die wir in der Ukraine hatten, das ist ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Nichts anderes ist das. Ja, er ist vor unserer Haustür und es wird am Ende zu unserem Sicherheitsproblem, nicht zum Sicherheitsproblem der USA. Da haben Sie recht, aber bei vielem anderen, da haben Sie nicht mehr recht. Hier gibt es noch die Äußerung des US-Außenminister Blinken, der erklärte letzte Woche beim Gitarrespielen in Kiew, er glaube nicht, dass Putin an ernsthaften Verhandlungen interessiert sei. Ja, ich weiß, so wie damals die Bundesregierung nicht glaubte, dass Herr Nawalny wirklich freikommen könnte, wenn man den Tiergartenmörder dafür im Tausch anbietet. Aber Putin ist ein Geschäftsmann, Putin ist mit allen Wassern gewaschen und er lässt sich hier auch auf schmutzige Deals ein und bald kommt Dealmaker Trump in den USA zurück und dann ist diese ganze Geschichte sowieso vermutlich schnell beendet.
Es gibt hier noch die Äußerung, und zwar vom Kreml, der äußert sich wie folgt: Die Fortschritte seiner sogenannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine, sie schreiten voran. Es wird erklärt, dass Moskau offen sei für Gespräche auf Grundlage der neuen Realität am Boden. Und genau darum geht es. Putin ist bereit, mit den aktuell verlaufenden Frontlinien den Konflikt einzufrieren, ihn zu beenden oder zu unterbrechen, wenn ihr so wollt. Das ist das, was ich schon öfters gesagt habe. Es wird am Ende eine Korea-Lösung geben oder eine Teilung wie damals in Deutschland. Die Ukraine, sie wird nicht mehr am Ende als Land existieren. Und das ist nicht, weil ich die Ukraine nicht unterstützen möchte. Aber wir können sie gar nicht mit so vielen Waffen zuscheißen, wie das manche fordern, dass sie am Ende hier gewinnen. Denn es geht hier weiter neben der Munitionsknappheit, die durch die Verzögerung bei der Genehmigung des US-Pakets entstanden sind, hat die Ukraine zugegeben, dass sie Schwierigkeiten hat, genügend Truppen zu rekrutieren. Letzten Monat wurde das Alter für Männer, die eingezogen werden können, von 27 auf 25 Jahren gesenkt. Und das spricht jetzt wirklich Bände. Die Waffenlieferungen, sie kommen, sie zeigen auch Erfolge, aber es fehlt am Ende das Personal. Die New York Times hatte letzte Woche berichtet, die NATO wolle jetzt Sanitätssoldaten schicken. Da sage ich nur: Heureka, ihr Vollidioten, wenn ihr direkt Krieg spielen wollt, dann könnt ihr auch gleich Kampfsoldaten schicken. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob im Krieg dann Kombattanten erschossen werden, die nur Sanitätssoldaten waren. Soldaten sind Soldaten und sie kämpfen hier gegen Russland auf der anderen Seite und damit seid ihr dann direkte Kriegsbeteiligte. Ja? Ob das hier in der NATO jetzt wirklich vonstatten geht, bleibt spannend. Es sind natürlich die östlichen Balkanländer, die hier am liebsten schon Truppen entsendet hätten, um dann am Ende, ich weiß nicht, auf Artikel 5 Verteidigungsfall sich zu berufen. Naja, es ist ja nur eine Beistandsklausel, keine Pflicht. Die Pflicht existiert nicht, sondern es liegt im Rahmen des Ermessens, welche Hilfe man dann leistet. Aber ich bin gespannt, ob hier überhaupt die Tagesschau heute berichtet, dass es offene Angebote aus Russland gibt, den Konflikt jetzt erstmal zu beenden, damit die Leute sich erstmal wieder alle sammeln und berappeln können. Stattdessen wird man bei uns fabulieren, wir brauchen gleich die Wiederaufbauhilfe, obwohl im Moment Charkiw, diese Stadt jeden Tag von Raketen getroffen wird. Und ja, das sind auch russische Kriegsverbrechen, die da begangen werden. Dort wird Krieg gegen die Bevölkerung geführt. Aber Kriegsverbrechen haben wir auch gesehen in Israel, in Gaza, und zwar von beiden Seiten. Aber man biegt sich das zurecht, wie es einem gefällt. Das Völkerrecht, man nimmt es nur, wenn man den Gegner damit diffamieren kann. Wenn man aber selbst betroffen ist, dann ist man nur noch so groß mit Hut. Deswegen bin ich gespannt, ob sie jetzt wirklich den Feiertag einführen wollen wegen dem Massaker von Srebrenica. Das wäre wirklich mal ein Zeichen der Selbstachtung und der Läuterung, dass man da Fehler hatte und Fehler eingestanden hat oder muss. Aber das sind alles schwierige Debatten. Ich weiß, ich habe das alles nur kurz angerissen. Wie ist deine Meinung zu dieser Eilmeldung hier, dass es offen jetzt ein Angebot gibt aus Russland, auch zu etwas unfairen Bedingungen hier erstmal die Waffen niederzulegen? Und da muss man sagen, verhandeln ist besser als schießen. Lieber 100 Tage verhandeln als eine Minute geschossen. Deswegen, der Westen, er muss eigentlich auf dieses Angebot eingehen, damit auch die Situation in Taiwan uns nicht übernimmt. Damit mache ich Schluss. Bis bald.